Ja. Was sind das hier? Ein Toilettengriff? Wieso können wir den benutzen? Oh. Okay. Ups. Ah, schauen wir mal in den Spiegel. Wie sehen wir denn aus? Der Spiegel ist so sauber wie alles andere hier drin. Naja. Oh ja. Oh ja. Da ich das Spiel ja schon mal durchgespielt habe, weiß ich ungefähr, was man da machen muss. Ha! So. Gehen wir nochmal nach Neo. Und dann sagen wir dem Typen mal. Beziehungsweise gucken wir mal, was man da noch machen kann. Bom, bom, bom. Was ist mit dem Geist am Spielen? Oh ja. Ja. Also die Katze ist weg. Naja, besonders toll und freundlich sieht er jetzt auch nicht mehr aus. Was haben wir denn da aufgenommen eigentlich? Die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. Oh, kann man da vielleicht mal was machen? Die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ganze wie alter Marmor statt wie billiger Gips aus. Oh. Mal gucken, was sie so sagen hat. Reden wir doch mal mit ihr. Hallo, ich frage mich, ob Sie mir helfen können. Was? Hallo, schöner Mann, was kann ich für Sie tun? Hat Hallo, ich bin George. Ich habe eben. Es ist entzückend, Sie zu treffen, George. Ich habe. Ich bin Mrs. Henderson, aber Sie können mich Pearl nennen. Okay, Pearl. Ich habe. Ach, es ist so schön, einen Amerikaner so weit weg von zu Hause zu treffen. Pearl? Ja, Liebes? Ich frage mich, ob Sie mir helfen könnten. Aber natürlich, Herzchen. Herzchen? Ja. Okay. Haben Sie jemals etwas von einem Ritterorden namens Templer gehört? Kommt mir bekannt vor. Ich erinnere mich, Duane hatte ein Buch. Der heilige Irgendwas und der heilige Irgendwas anderes. Es fällt mir nicht mehr ein. Ich habe ein bisschen darin gelesen. Und? War in meinen Augen ein ziemlicher Quatsch. Naja. Verstehen Sie etwas von mittelalterlicher Weberei? Ich mache ein wenig Handarbeit, aber mein Gott. Ist okay, das war etwas weit hergeholt. Wie gefällt Ihnen dieses hübsche Stück einer antiken Statue? Ach, wie schön. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Oh. Hätten Sie es gerne? Sehnlichst gern. Aber ich habe nicht genügend Geld bei mir. Wenn Sie losgehen und Duane suchen, dann bezahlt er dafür. Wenn er Schwierigkeiten macht, sagen Sie ihm, ich möchte sie. Ja, okay. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Okay. Reden wir mal mit diesem Duane. Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie mir helfen könnten. Klar, Junge. Für einen amerikanischen Mitbürger habe ich immer Zeit. Mein Name ist Henderson. Duane Henderson. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Henderson. Sehr Teufel, freut. Junge, ich bin nicht im Büro. Nenn mich Duane. Okay, Duane. Ich heiße George Stobbart. Glauben Sie, Bullen haben hier einen besonderen Stellenwert? Außergewöhnliche Frage, George. Nein, das glaube ich nicht. Das war eine kurze Antwort. Ich habe das mittelalterliche Bildnis einer Frau gesehen. Königstum oder Adel, irgend so etwas. Sie schaute in einen Spiegel. Aber das Abbild stellte einen Mann mit drei Gesichtern dar. Was halten Sie davon? Ich glaube, Sie brauchen eine Therapie. Ja, das glaube ich auch. Was halten Sie davon? Oh Gott, sieht alt aus. Ja, ich musste die halbe Stadt dafür auf den Kopf stellen. Junge, Sie haben mehr Glück als wir. Sieht wie aus der Römerzeit aus. Davon verstehe ich nichts.
was die zu Hause sagen werden. Was wollen Sie dafür, George? Oh, ich kann nicht. Es ist der Fund des Lebens. Ich meine... 50 Mäuse. Nehmen Sie es oder lassen Sie es sein. Das Geschäft geht. Hier, nehmen Sie. Und das ist für Sie. Juhu. Danke für das Geld, Twain. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich sollte Ihnen dafür danken, dass Sie die römische Statue gefunden haben. Okay, bis bald, Twain. Worauf Sie sich verlassen können, George. Für mich scheint der Typ mir ein bisschen koscher zu sein. Ich weiß ja auch nicht. Aber 50? Da könnten wir vielleicht eine kleine Taxitour für ihn machen. Mit ihm machen. Können wir uns ja mal informieren, was er so anzubieten hat. Reden wir mal mit Ulta. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ja, ist auch geil. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh, höchst sicherlich. Sein hier gestern. Was? Hier? Erst gestern? Mein Gott, das war dicht dran. Ja, fragen viele Fragen, wie Mr. Sie. Wonach hat er gefragt? Er fragen von Amerikaner namens Stobby. Stobbert? Ja, Stobbert. Sie kennen? Der Killer kennt meinen Namen. Scheiße. Wonach hat er noch gefragt? Er fragen von deutschen Mann namens Klobner. Ich versuche krampfhaft, mich an den Namen des Kerls zu erinnern, den die Verschwörung in Syrien verloren hat. War der Name Klausner? Sicher, das, was Ultar sagen. Klausner. Ach. Ich sagen Mann in Bild, Klausner wollen gehen zu Bull's Head. Moment, wohin wollte Klausner gehen? Bull's Head. Großer Hügel. Etwa 10 Meilen vor Stadt. Ah, vielleicht 16. Wann war das? Oh, vielleicht Woche her. Was können Sie mir über diesen Bull's Head Hill erzählen? Sein höchst ausgezeichnet. Herrliche Aussicht. Wert einen Besuch. Oh ja, oh ja, oh ja. Wie komme ich dahin? Halt, lassen Sie mich raten. Sie brauchen guten Luxusführer. Für Sie hinbringen in Taxi mit Klimaanlage. Oh, grausiges Schicksal. Wo soll ich nur so einen Führer finden? Ja. Und Ultar sein meist luxuriösester Führer auf weite und breite Gegend. In jede Richtung. Glückes Geschick, was hab ich doch für ein Schwein. Bewünschen Sie meine erfreuliche und luxuriöse Dienste? Oh ja. Okay, abgemacht. Hier ist die Knete. Ah, höchst ideal. Wie Amerikaner sagen, bare Knete zahlt die Miete. Miete. Ja. Mister, wir müssen uns in Eile üben. Wo genau steht Ihr Taxi denn? Das einzige Fahrzeug, das ich sehen kann, ist ein alter, ausgemusterter Armeelaster. Ja, und? Ja, oh, und? Okay, ich bin in einer Minute da. Ja, und? Okay. Es scheint mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften. Also lasse ich sie lieber auf der Theke. Dann reden wir doch direkt mal mit ihm. Dann wollen wir mal sagen, gehen wir direkt los. Hallo, Ulta. Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Ist das Ihr Taxi? Oh ja, sicher. Das großartigste Taxi in Marib. Sieht wie ein alter Armeelastwagen aus. Bah, ihr Amerikaner mit Luxuslimousinen. Ihr haben vergessen, was Taxi sein sollen. Ungefähr 4 Tonnen auf den ersten Blick geschätzt. Da haben Sie Nagel durchs Nadelöhr getroffen. Schön, dann los. Leider nein, sehr höchst verehrter Fahrgast. Es gibt ein klitzekleines Problem von unbedeutender Natur. Keilriemen haben Beschluss machen, jetzt zu reißen. Was werden Sie tun? Was können ich tun? Warten auf Fahrt in Werkstatt zum Ersatz machen. Wie lange wird das dauern? Einen Tag. Höchstens 6. So lange kann ich nicht warten. Wir müssen weiter. Aber wie, mein Freund? Ich lasse mir was einfallen. Ja. Vielleicht hilft ja hier das Tuchwort. Damit tut man auch andere Sachen flecken. Können Sie damit etwas anfangen? Mein Freund, das sein richtige Teil. Jo! Ja, super.
Fulda nimmt das Handtuch, zerschneidet es längs in zwei Hälften und gibt mir eine davon zurück. Mit seiner Hälfte ersetzt er den Keilriemen, wie man es normalerweise mit Strümpfen machen kann. Ah. Nun, ich verknoten Enden. Praktisch, ja? Wirklich höchst praktisch. Damenstrümpfe mögen an einem Bentley gute Dienste leisten, aber bei einem Lastwagen erfüllt das grobe Handtuch seinen Zweck besser. Kommen, mein Freund. Sie möchten sehen, Bull's Head? Na, na los. Einige Stunden später. Oh, wir werden beobachtet. Das Kahn ist, der uns beobachtet. Da haben wir ihn hier. Den Stab können wir nehmen anscheinend. Oder den Stock. Was können wir noch? Ich habe dem Baum für einen Tag genug Schaden zugefügt. Ist okay. Jahrhundertelange Wechselbäder von heißen Tagen und kalten Nächten haben einen Spalt aufgerissen, der tief bis in den Fels hineinreicht. Können wir da irgendwie rein? Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Okay. Können wir den Stab da benutzen? Ja. Vielleicht steht das hier mit dem Stab. Mit Schwung knote ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Okay, kann man den jetzt benutzen? Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Ah. Sehr praktisch. Gehen wir mal nach unten. Tja, das sieht ja ziemlich sicher aus, aber ich habe sowieso keine Wahl. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen. Ja, wer rechnet schon damit? Gehen wir mal dahin. Gucken wir mal, was man da machen kann. Ist ja sonst nicht sehr viel. Aber hier ist definitiv eine Tür. Die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber was denn? Was riskiere ich schon? Außer einer möglichen Verstümmelung natürlich. Keine Klinge hat meine Hand am Gelenk abgetrennt. Kein Skorpion mich gestochen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Ja, dann probiert doch mal zu ziehen oder so. Ich greife den Ring ganz fest, versuche nicht an tödliche Fallen zu denken und ziehe aus Leibeskräften. Aber hallo. Oh, gehen wir mal rein. Oh, wen haben wir denn da? Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Oh mein Gott. Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt. Ah, scheiße. Scheiße. Ah. Nein. Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein. Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Na, verhungert oder verdurstet, würde ich mal sagen, ja? Gucken wir mal. Was immer auch in der Flasche war, es wurde ausgetrunken. Klausner muss dehydriert und verdurstet sein. Kann ich keine Anzeichen von Gewalteinwirkung feststellen. Außer seinen Fingerspitzen, die blutig gekratzt sind. Und das scheint er sich selbst angetan zu haben. Klausner muss ziemlich schlau gewesen sein, um so weit zu kommen. Aber trotzdem ist er tot. Ja. Ich durchsuche die Leiche. Kein Handytelefon, keine Sprengladungen, kein Fünf-Gänge-Menü. Man sollte doch meinen, dass international tätige Verschwörer besser ausgerüstet zum Dienst erscheinen. Ja, eigentlich ja schon. Ich habe schon Sachen gemacht in meinem Leben, die mehr Spaß gemacht haben, als eine Leiche zu durchsuchen. Aber da meine Lebenserwartung derzeit doch recht gering ist, finde ich, ich sollte jede neue Herausforderung annehmen, die sich mir bietet. Vorsichtig öffne ich das Jackett.
Und merkt ganz genau, wo neu getextet wurde, wo nicht. Bei der Erkundung alter Ruinen können Peitschen ja ganz nützlich sein. Aber als Gefangener in einer Höhle sind sie völlig nutzlos. Klausner hielt sich wohl für eine moderne Version von Indiana Jones. Er merkt so genau, wo neu synchronisiert wurde, wo nicht. Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden. Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Das erklärt vieles. Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball.